So, weiter geht's heute mit dem Bus-Simulator und wir sollen heute weitermachen. Im Rundfahrtmodus, okay. Planstrecke mit 7 Haltestellen. Maximal 7 Haltestellen verbinden Oakville, Siegwalden und Speichen. Okay. Ja, neue Strecke, ich will. Ich will. Ich will oh, leck mich doch, ich will doch. Okay. Neue Strecke. Die Speichen. Also, warte mal. Bushaltestelle neu ordnen. Starten in euch. Ich will. Oh. Neuordnungsmodus verlassen, ja, warte mal. So. Also. Entfernen. Ich will entfernen. Abbrechen. Ja. Also, neue Strecke. Dann fahren wir hier an. Südspeiche. Ostspeiche. Siegwalden. So, Siegwallen, Oakville, genau. So. Und dann enden wir an der Eichenstraße. Normalerweise sollte das eigentlich jetzt richtig sein. Abbrechen. So. Gut. Karte bewegen. Speichern. Genau, Plan einer Haltestelle. Ja. Fahre die Strecke im Rundfahrtmodus. Okay, fahre die Strecke im Rundfahrtmodus. Tag. Okay, nein. Rundfahrt an. Und dann beginnen wir die Fahrt. So, fahren. Achso. So, das erste Mal in dem neuen. In die neue Strecke heute. Aber das ist, dass ich liebe die Sonne. Ich auch. Sie versperren die Tür. Eine Fahrkarte, bitte. Einzel, Senior und gib ihm. Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Eine Fahrkarte, bitte. Mhm. Ein Tag, ein Student und eine Karte. Gut. So, die nächste Haltestelle ist die Westspeiche. Wir fahren jetzt Richtung. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Ja, es muss. Oh, leck mich doch. So, da hat ein Fahrgast. War das richtig? Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Tut mir leid, ich mach's leiser. Hier ist die Fahrkarte. So. Die Oma dann. Aha, wunderbar. Oh nein, ich hab sie vergessen. Haha, erster Fahrer. Was? Ach so, hier. Ja. Oh, tut mir leid. Ich
Ich muss sie verloren. Ja, das ist... Klar. Sehr schön. Zwei neue Schwarzfahrer. 240 Euro eingenommen. Das war jetzt zu spät, sondern ist mir herzlich egal. Fahren mit verriegelten Türen? Das sind verriegelte Türen, ich habe die Tür dazu. Ich werde krank. Die Tür nicht. So, habe ich die Tür. Was ist denn heute los mit mir? Fahren mit verriegelten Türen, das ist mir noch nie passiert. Ich hasse die Werbepausen in Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn's spannend wird. Ich weiß, dass die Meldung dann wieder kam. So, jetzt dürfen wir zum ersten Mal rechts fangen. Das müssen wir jetzt mal frei. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. So. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Für was kriege ich jetzt 1500? Ach, da hinten ist sie. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. So. Letztes Mal war... Ja, genau. Die Tür vergessen, so aufzumachen? Das war als... Ja. Was ist denn da los? Schön, dich zu sehen. Scheiße. Ich wünsch dir was. Ja, warte mal. Ich muss meine Türen erstmal sperren. So, jetzt verstehe ich auch, warum die Meldung hatte. Hä? Warum auch immer der jetzt irgendwas hat. Scheiße. Habe ich denn die Türen zugemacht? Verzögerungsschalter. Ist das blöd oder was? Was habe ich denn gemacht mit dem Auto?
Ja, ich weiß, dass ich zu spät stehe, aber ich habe keine Ahnung, was hab ich denn gemacht mit den Türen? So, eigentlich müssen sie aufgehen jetzt. Verdammt. Ist mir noch nie passiert. So, jetzt ist die Tür zumindest auch vorne. Also hinten zumindest. Warte mal. Endlich haben wir eine Busanbindung. Kaum zu kommen. Nee, ist mir schon klar. So, jetzt muss ich den Bus entsperren. Voll der Tür kaputt oder was? Was ist denn hier los? Das ist mir gerade ziemlich blöd. Scheiße. Ich krieg die vor der Tür nicht auf. Das ist blöd. Wir sind zwar. Ja, ja, fahr mit verriegelten Türen. Das ist mir schon klar, dass die Tür verriegelt ist. Schlagloch habe ich dir alle bitte. Vorne die Tür ist verriegelt, ja, immer noch. Aber wieso zur Hölle ist die Tür verriegelt? Ach, das hat er gemeint. Der hat immer die neue Strecke und die steht schon wieder keine guten Sternen. Warum zur Hölle? Tschüss. Die Bustour entsperrt. Die sind ja entsperrt eigentlich. Jetzt geht's. Komisch. Okay. Hoffe ich zumindest, dass es jetzt geht. So, die ist jetzt hier rechts, die Straße. Alter, das ist meine neue Route und dann... Das ist so eine Kacke, weißt du, wie so eine Tür. Aber jetzt geht's schon mal. Jetzt kriegen wir nämlich keine Fehlermeldung mehr rein. Ja, jetzt geht's. Komisch, was war? Dann. Ich muss wieder Fahrzeugkarten kontrollieren. Ich habe das blöde Gefühl, dass mindestens einer da drunter. Ach so, hier. Dankeschön. Der Bus ist nämlich verdammt voll gerade. Hier ist die Fahrkarte. Oh. Und hier ist dein Foto meiner Katze. Hier, bitte. Katze will ich nicht sehen, sondern die Fahrkarte. Hier, bitte. Ich habe das blöde Gefühl, dass mindestens einer da drunter ist. Wo hab ich denn? Na klar. So, hier. Du schon wieder. Hier, bitte. Hier, bitte. Nicht einer. Sehr schön. Sehr vorbildlich, Leute. So, der lässt es hinten rein. Sorry, ich hab ganz vergessen auszusteigen. Dann geh raus.
So, wir sind ja nett. Jetzt ist hier nichts. Oh, Will. So, dann müssen wir runter vom Gas. Der Bus ist aber voll, ja? Augenblick. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hier ist die Fahrkarte. Ziemlich häufig. Und hier ist ein Foto meiner... Hier. Du. Na klar, hier, bitte. Und dich habe ich schon kontrolliert da hinten. So, nächste Strecke ist, halte ich jetzt hier Eichenstraße. Boah, geklappt. Wir stehen jetzt halt schon eine Weile rum. Ja, ein Schluckchen von meinem Mineralwasser trinken. Ein Fußgänger? Ich habe doch keinen Fußgänger angefahren, hier ist gar nichts gewesen. Fußgänger angefahren, also gar nicht, wahr? Nächster Halt, Augstraße. Was? Eichenstraße ist die nächste Haltestelle. So, in dieser Stelle ist Oakville Zentrum. Lustig ist, dass wir jetzt eine komplette Rundreise werden. Nächster Halt, Oakville Zentrum. Zwar mache ich quasi wieder aus der Stadt raus und fahre dann wieder hinten Warst in die Stadt rein. Du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar! Aufpassen, dass mir eine. Nächster Halt, Oakville Zentrum. Der Schlagkraft war fies. Lange, lange Tour. Dann könnte ich hier links fahren. Oh, Alter. Was für eine Strecke her? Wow. Auto.
Wir fahren ja als Rundfahrt. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. Du willst nicht sagen, jetzt wärst du eine Rentnerin. Der lässt mich rein und der fährt durch, okay. Also warum auch immer ich den scheiß Fußgänger da angeblich angefahren habe. Bis hier rechts muss das alte Sägewerk sein, diese Location, wo sie mal drüber reden. Dein Urlaub in Sunny Springs. Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Hm, klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Das sind Informationen, die man nicht braucht. Aber so zwischendurch ist es mal gar nicht mal so uninteressant, die Gespräche mitzuhören. Rechts hört man Schafe. Ja, ich glaube, ich werde jetzt erstmal eine Weile Bus-Simulator spielen, also ich statt den Feuerwehr-Simulator. Irgendwie steckt mir hier so ein bisschen mehr Liebe drin als dem Feuerwehr-Dings. Keine Ahnung. Oh ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen mehr Detail. Da will keiner aussteigen? Dann halt nicht. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Nächster Halt, Siegwalden. Wir haben die komplette Zeit, glaube ich, wieder aufgeholt. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Warum da ein Auto steht. Wow, perfekt geparkt. Tschüss. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Das erste Mal, dass wieder eine Fahrkarte gewonnen wird. Tag, Standard 1. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzelstandard. So. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Stefan, schon habe ich nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Na, ernsthaft. So, ein bisschen Einkommen gekriegt.
Was stinkt denn hier so? Bestimmt der Herr mit dem Burrito. Eine Fahrkarte, bitte. Ich will noch einen Schluck trinken, sorry. So. Einzelstandard. Danke. Ich glaube, ich habe gerade ein... Oh Gott, sind weniger von dem Zeug. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte? Wo hab ich denn... Hier. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Alles sehr vorbildlich, wunderbar. So, ich bin ja mal weg. Spaß. Was sind hier für Tabletten? Das ist aber nett, dass ihr mich reinlasst. Sehr schön. Dankeschön. Schnauze. So, alle meine aussteigen. Eine Fahrkarte bitte. Einzel, du bist ein Student und kriegst eine Fahrkarte, okay. Danke. Warte mal. Hier. Ah. Hier ist die Fahrkarte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So oft bist du morgen bis ich für einen Schwarzfahrer wische. Schnauze. Was? Ach so. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, schon klar. Ich kann aber nicht die Gesichter merken. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. So. Oh, das hat sie gemeint. Vorsichtig da durch.
Was gehst du jetzt mit der Restspeiche? Ich habe danach Feierabend. Das dürfte dann ja auch die letzte Haltestelle sein. Das ist auch, wo wir so Probleme hatten mit den Türen. Wiedersehen. Tschüss. Die nächste Haltestelle ist die Südspeiche. Südspeiche. Endstation. Ja, bitte. Dann haben wir die große Rundfahrt durch. Hier noch an. Sehr pünktlich, danke. Hm? Oh nein, ich bin eingeschlafen. Ja, Pech. Nicht mehr vor dem Allerausgang. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Ja. Scheiß Müllsindler. Sindler. So, war's das? Ja, perfekt. Jetzt müssen wir noch zurückfahren. Der kam noch da raus, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, ich passe noch da durch. Aber gut, hat gepasst. Das hätte jetzt hinzu gucken sollen. So. In die Garage und den Bus passt. So. Gott sei Dank. Was für eine Tour. Angeblich für den Fußgänger. Hat über 10.000 Minus. Also ich weiß nicht, wo der Fußgänger war. Keine Ahnung. Das ist nicht meins. Okay, dann haben wir das weiter auch durch. Und mit dem Streckenplaner machen wir dann in der nächsten Folge weiter. 19.000 Euro. Ja, wir müssen noch eine Strecke von maximal 7 Haltestellen machen zwischen Schobergrund, Siegwalden und den Speichen.
Das ist die nächste Aufgabe dann. Das machen wir bei der nächsten Folge.